alle paar Folgen kommt eben eins um die Ecke. Ein Level, das die ganze Folge für sich beansprucht. Mit aller 0,%igen Absturzraten-Gewalt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Zuschauerprojektes von Super Mario Mega 2. Wo die Pistol Fingers, wo das jetzt genau herkam. Weiß ich nicht, aber eine Abschlussrate von 0,81%, wie ich hier sehe, wo die herkommt, will ich eigentlich auch nicht so wirklich wissen. Das Level nennt sich Key Action with Pipes and More. The Checkpoint is a Lie. In meinem Level gilt es, die drei Subräume zu bewältigen und den Schlüssel zu bekommen. Ich hoffe, das Level ist nicht zu schwer und gefällt dir. Tofu, Tofu-Schnitzel oder Tofu-Schnitzel. Das ist ja hier gleich zu Beginn auch ein Weltrekord von 1 Minute 30. Ja, Mutter Maria, Jesus Josef. Das ist ja ein knackiges Geschichtlein. Das ist der Checkpoint. Der soll eine Lüge sein. Wir landen bestimmt trotzdem mal aus irgendeinem Grund irgendwie drin. Ich glaube, das wird nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich glaube, es wird nicht so schlimm. Es sieht schlimm aus. Es sieht böse aus. Ah, okay, warte mal. Aber wie böse ist die Frage? Ich finde schon mal schwierig, dass es kein eindeutiges Ziel hier in dem Raum gibt. Okay, ich kann da hoch, könnte ich. Da oben wäre was. Aber ich komme da nicht. Da ist, okay, da ist der Schlüssel. Ich vermute, und das ist halt schon wieder was, das finde ich dann natürlich etwas übel. Och, nimmt Mario den auf, ey, so eine dumme Sau. Ich vermute, dass ein versteckter Block... hier irgendwo sein wird. Oder ich muss das hier mitnehmen. Ach ja, okay. Ich hab's verstanden. Ich habe verstanden. Das muss man so machen. Das ist aber eigentlich ganz okay. Ja, das ist voll okay. Das ist nicht so okay. Ich weiß nicht, ich kann ja auch hier rein wieder, oder? Das dürfte ja kein Problem sein. Ja, alles gut. Alles entspannt. Aber wo muss ich denn nachher überhaupt den ganzen Kram einlösen? Es sind ja auch 4 Schlüsselteile. Okay, wir wissen zumindest schon mal, wie die Röhre funktioniert. Das ist gut. Das hier sieht mir ein bisschen nach Sprüngen aus. Sprünge, auch eine gute Nummer. Hätte ich auch gerade fast bocken können. Okay. Alles noch im Rahmen. Wenn man so eine 0 davor stehen hat, da wird man schon immer direkt einfach ein bisschen kürre. Bisschen kürre wird man da. Da bin ich. Ich kann voll durchspringen. Ich habe in der Luft noch mal ein bisschen nachreguliert, weil ich wollte nicht drüber springen, aber ich kann, glaube ich, voll durchspringen. Das ist, glaube ich, gut abgetimt. Ich habe bisher noch Vertrauen darin, dass dieses Level so erstellt wurde, dass es trotzdem passgenau machbar ist, trotz der hohen Abschlussrate. Man weiß ja immer nicht, ist die Abschlussrate hoch oder eher niedrig in diesem Fall? Weil das Level einfach schwer ist, oder ist es vielleicht einfach schwierig gebaut? So, aber jetzt. Hossa. Och. Muss das sein? Natürlich kann auch nur ein Raum besonders unangenehm schwer sein. Auch gut möglich. Wir wissen all dies noch nicht. Was soll das? Yo, yo. Okay, alles gut, Alter. Oh. Das mache ich gerne. Da bin ich gerne bei. Was ist hier drin? Brauche ich das? Ist das wichtig? Was passiert hier? Okay, da oben
muss ich irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was. Wie komme ich denn an den Schlüsselpart daran? Vielleicht kann so machen? Dann kann ich hier durchlaufen und hab den da zumindest schon mal. Was ist denn da unten? Der Tod. Ah, ich muss noch mal zurück. Ah, nein, ich muss doppelt da rein. Okay, schauen wir uns jetzt noch mal blau an. Ich hab's so langsam. Ich hab's so langsam. Hier ist die Schlüsseltüre. Boah, es ist richtig, sich Stück für Stück arbeiten. Oh, ein Pilz, Alter. Ich fass es nicht, ein Pilz. Muss ich was mit dem machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich an alles rankomme. Wieso ist der Raum so easy? Will ich erst die rote Röhre machen? Komm, ich nehme erst die rote Röhre jetzt mit. Nicht, dass wir da aus irgendeinem Grund nochmal Die rote Röhre ist auch fast, finde ich, irgendwie ein bisschen die stressigste. Weil da sowas drin ist! So. Oh Gott. Unangenehm. Super unangenehm hier, der ganze Laden, ey. Bah! Mega unangenehm. Klar, man könnte auch hier hoch da in die Röhre, aber wer macht das? Das ist ja total doof. Nachher, guck mal, stell mal vor, du landest da rechts unten und stirbst einfach. Geh du lieber hier rein. Jesus. Boah, aber hier ist auch kritisch. Ist auch kritisch! Oh, was ein Level! Oh, Baby! Ich glaube, der Checkpoint ist vielleicht doch kein Lie. Vielleicht ist nur die Beschreibung ein Lie. So. Moinsen! Ich bin es. Der Dietmar! Und ich freue mich, hier gleich organisiert ranzugehen. Jetzt gerade noch nicht, wie man gesehen hat. Das war scheiße. Das war durch die ganze Bank weg. Da hat wirklich jeder gesehen und jeder gespürt, dass das ganz schön scheiße war. Also das ist ein Level, ich finde das borgt. Aber ich denke mir halt auch so, warum ist es so hässlich? Warum muss es so ein hässliches Endline sein? Warum hätte man keinen Schwan daraus machen können? Fiese Ideen mit dabei, aber es wurde sich mal wieder nur auf den Sadismus konzentriert. Wo sind wir denn hier? Bei der großen Domina-Messe oder was? Nur weil ich Dominik heiße. Hallo, Dominik! Ist das nicht traurig? Ganz schön traurig. Ich will nicht wissen, dass Sturmwaffel Animal Crossing spielt. Ja, sauber. Sauber, wie ich hier in einem Groove drin bin. Wirklich wie Jesus. So, jetzt hier rüber. Konzentraten. Okay. Komm hier immer hier kommen ja unendliche raus. Deswegen brauche ich ja den einen Leuchter, den brauche ich eigentlich gar nicht. Eigentlich unnötig. So, machen wir einmal hier so, dann gehen wir einmal hier rein. Und der Checkpoint ist doch gar kein Lie. Dann könnte ich ja doch das alles so rum eigentlich irgendwie angehen. So, ich will jetzt erstmal, hole ich mir erstmal das hier jetzt. Ja. Ich verstehe. Komm, ich brauch dich. Danke. Danke, dass das so schön funktioniert hat. Oh, Leute, das sind Träumchen. Es ist ein Schokolade. Nein. So, und jetzt holen wir uns das hier. Ja. Lecker. Es schmeckt lecker. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Problem ist, wir müssen den Scheiß nochmal machen. Und da habe ich jetzt leider oft genug versagt. Ey, es kann in keiner Welt kann das sein. Hey, der Checkpoint ist doch gar keine Lie. Der funktioniert doch tippitoppi. Oh. Ich verstehe, wie es gemeint ist.
Ich habe ja jetzt das Power-Up nicht mehr. Okay, ich sage euch jetzt, wie das Sinn macht. Wir starten nochmal neu. Wir müssen nochmal kurz neu starten. Ich sage euch, wie das Sinn macht. Wir machen erst die rote, dann die blaue Röhre und dann gehen wir komplett grün an. Okay? Cool. Ah, oh, hier auf den Wolken fühle ich mich sicher. Nein! So! Dann stimmen wir doch einen Schlüssel. Danke für den Schlüssel. So, jetzt blau. Der Checkpoint ist doch gar nicht allein. Also nicht komplett. Er ist so halb allein. Also schon ein gutes Stück weit allein, aber es geht. Er ist halt für das Power-Up allein. Aber wenn ich jetzt da durchkomme, dann habe ich 3 Schlüsselteile gesichert. Und das ist gut. Ich kann den Damage nämlich hier auch einfach mitnehmen. Sehr, sehr safe. Ja, seht ihr mal. Da habe ich es mir zurecht gefriemelt. Das hier brauche ich nachher. So, und jetzt gar keinen Stress mehr, Leute. Das Level ist quasi eingepackt. Eingepackt und eingetüdelt. Wie sich das gehört, wie es mir schmeckt auch einfach. Also schmeckt es mir eigentlich nicht. Aber guck, jetzt habe ich das da. Toll. Nehm den Checkpoint mit. Und dann muss ich eigentlich jetzt nur noch die grüne Röhre immer wieder machen. Vielleicht halt nochmal zweimal. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch direkt beim ersten Mal. Das wäre ganz gut. Wenn wir sie einfach jetzt hier kurz mitnehmen würden, dann wäre es nämlich, wäre es erledigt. Dann wäre es fertig. Aber das machen wir natürlich nicht. Das machen wir natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Das können wir natürlich nicht gleich einfach mitnehmen. Tschüss, Kumpel. Tschüss. Komm, ich kann dich da durchsliden? Ja, guck mal hier. So, also voller ausgestattet kann man nicht sein. Man muss es aber halt einmal komplett durchschaffen bis dahin. Und das könnte nach wie vor problematisch werden. Vor allem, ich habe noch so einige Überlegungen. Man macht doch auch mit dem Power-Up Blöcke kaputt. Hä, warum ist es jetzt in die Richtung? Brauchst du in die andere? Es war noch richtig aktiviert eigentlich. Nochmal rein und raus. Mhm. Sauber. Ja, da passiert ja das da. Och nee. Ist der Checkpoint doch allein? Schlug dieses Level die ganze Folge? Schwanzlurch! Ich bin noch echt, also das ist echt noch hier eine gewaltige Überlegungsgeschichte, wie wir da an das letzte Schlüsselteilchen rankommen. Wir kommen von hier aus erstmal nicht mehr zurück. Hier kann man nicht rein. Ah, aber ich kann es die ganze Zeit in die Hand nehmen. Das wäre machbar. Ich könnte das die ganze Zeit... Aber jetzt habe ich es eigentlich auch schon wieder verhagelt. Aber das würde gehen. Das ist halt das Problem. Ich komme hier so nicht hoch. War das so kaputt. Und dann fliege ich hier... Ja, muss ich die ganze Zeit in die Hand nehmen? Ist das der Sinn der Sache? Es würde zumindest gehen. Ich weiß nicht, ob ich das... Es wirkt auch wieder schon ganz schön so, als würde ich so spielen, wie es nicht intended ist. Ja? Ich mache das jetzt so. Was bleibt mir anderes übrig? Also ich hau einmal so, fäll das hier runter. Oh nee, ah, deswegen braucht man auch den Koopa. Weil das fällt hier nicht mehr schnell genug raus. Deswegen braucht man den Koopa. Man muss mit dem Koopa das Ding wegballern und das andere behält man in der Hand. Was geht denn da ab? Das ist ja eine ganz schöne Denksportaufgabe, falls es wirklich so gedacht wäre. Aber dann auch überraschend kreativ. Also, das würde nämlich bedeuten, ich brauche ihn hier. Das war jetzt vielleicht schon wieder zu spät. Nein, war es nicht. Sehr gut. Okay, und jetzt haben wir das die ganze Zeit in der Hand.
Und ich muss es auch die ganze Zeit in der Hand behalten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, vor allem mit dem Greifhaken. Okay, das sieht sehr gut aus, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Jetzt lege ich da... Jetzt habe ich ihn angezogen. Tricky Shit. Schalbe Masterarbeit hier. So klappt das? Okay. Okay. Leute, Alter. Was geht ab? Was geht ab? Ey, wenn das wirklich so vom Level auch genauso gedacht war und ich es mir gerade nicht irgendwie verkompliziert zusammengedödelt habe, dann ist das auch richtig geil. Richtiger Erfolgsmoment, den man da hat. Und jetzt muss ich eigentlich nur hier schön ins Ziel reingehen und weh, da kommt noch irgendwas. Aber ich denke mal nicht. Ich hoffe, bitte lass mich. Ich will das Zielgeräusch hören. Was ist das denn für eine linke Nummer? Och komm! Ey, das... Ich finde, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das Level war bis zu dem Zeitpunkt... war es richtig cool. Weil man sich auch so dachte, ja okay, der Checkpoint is not a lie. So funktioniert das. So arbeite ich mich da drum herum. Ich kann den Checkpoint vielleicht doch irgendwie nutzen. Und dann hast du da irgendwie so ein Zeug drin. Und denkst du so, okay, und jetzt darf ich ewig mehr raus. Ich darf nicht irgendwie im Checkpoint landen. Hey, das ist... Wo geht's denn hier rein? Wenn ich hier reingehe, dann komme ich einfach nur hier raus. Ja, Applaus. Hä, aber... Wo kriege ich denn einen zweiten Schlüssel her? Vor allem hier komme ich doch auch gar nicht raus. Ohne da in die Röhre reinzugehen. Weil hier geht's ja nicht rein. Ich muss ja hier rein. Ah, ich weiß es. Ja. Wisst ihr, wo der zweite Schlüssel ist? Da. Der gute Baby Bowser hat ihn. Nicht viel mehr Hinweise, außer, dass der sich da halt in so einer Absperrung befindet, die zufälligerweise noch irgendeinen Pfeil hat. Aber das war's dann halt auch schon wieder. Vielleicht holen wir uns erstmal den Schlüssel von Bowser, oder? Klingt nach einer ganz witzigen Idee. Für den Schlüssel von Bowser brauchen wir allerdings etwas, was wir auf ihn abfeuern können. Und ich vermute, das bekommen wir aus irgendeinem Grund alles hier in dem grünen Raum. So, aber rein theoretisch, ne? Könnte ich jetzt nämlich das hier so mitnehmen? Deswegen auch, the checkpoint is a liar. So, kann das hier mitnehmen, ne? Und jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommt die Action des Jahrhunderts. Dann gehe ich hier hoch. Und mach einmal so. Ja, das kann doch nicht ernsthaft die Lösung aller Dinge sein. Ja, alles klar. Ja, bring mich um. Was für eine... abgeranzte Karte, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, Mann. So, warte. Wir starten komplett neu. Wir machen als erstes Bowser. Dann sollte die eine Türe geöffnet bleiben, wenn wir in den Checkpoint reingehen. Und dann müssen wir einfach nur alles machen, was ich eigentlich einmal schon mal erledigt habe, um dann das Level endgültig zu beenden. Wie lange sind wir dran? Ach, schön, bei 38 Minuten. Das freut mich ja, dass mal wieder ein einziges Level die komplette Episode sprengt. Das ist immer das Geilste, ey. Vor allem auch schön, dass das wirklich noch nach Folge 50 irgendwo passieren kann. Es ist geil. Es ist geil. Es freut mich. Hier muss ich jetzt auch einfach schön darauf warten, dass Bowser irgendwann mal Bock bekommt, hier näher ranzugehen. Und dann kann ich mich schön auf ihn drauflurchen, Alter. Schön drauflänzen. Es ist Wahnsinn, ey. Was sich da ausgedacht wird. Nein, 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 nein. Oh Gott, Alter, ich habe fast ein bisschen Damage bekommen. Da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt, ob es glaubt oder nicht. Kannst du wieder, bitte, komm nach vorne.
Komm nach vorne! Komm jetzt, komm hier ran. Kannst du bitte... Genau, ja. Wahnsinn. Also, wirklich, ziemlich insane, oder? Das ist doch ziemlich insane. So, jetzt haben wir eine Tür offen. Okay. So, wir haben den Schlüssel. Ist das schön. Aber das mit Bowser hätte nicht sein müssen. Das hätte wirklich einfach, hätte einfach nicht sein müssen. Dass das nochmal als letzter Catch damit drin ist. Das sorgte dann doch ganz gut für Verwirrung. Das Gelangen zum ersten Schlüssel ist hingegen ganz cool. Wehe, da ist jetzt nochmal irgendwas drin. Wehe. Ja. Da ist es. Das Ziel. Alle paar Folgen kommt eben eins um die Ecke. Ein Level, das die ganze Folge für sich beansprucht. Mit aller 0,%igen Abschlussraten. Gewalt. Erklärt, was ich daran gut und was ich daran schlecht fand, habe ich schon während der Episode ausführlich genug. Da saß man mal wieder schön, knapp eine Dreiviertelstunde dran, trotzdem die Abschlussrate irgendwie noch hochgetrieben. Fragt mich nicht, wie das ging. Ich bin für diese Folge raus und begrüße euch gerne bei der nächsten. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da und ein Abonnement inklusive Glocke, falls ihr den Kanal noch nicht kennt. Ciao, schüttelte und reingehauen.